Ganz lieb, du musst gar nicht aufgeregt sein. Alles ist gut. Mach mal. Ganz ruhig, nimm dir ein bisschen Zeit. Du machst es gut. Nicht am Schwänzchen nehmen. Guck mal, musst ihn immer nehmen und tun. Nehmen und guck, und immer mit dem Sprechen, du musst immer mit dem Reden, du musst auf den einen gehen und dann geht der Hund auch auf dich ein. Ja? Und wenn der streichelt, streichelt er am Bauch und streichelt es am Rücken. Guck mal, da hast du ihn schon fast so gemacht, dass er von ganz alleine steht. Ein Finger. Guck. Wunderbar. So, jetzt läufst du mal mit dem Hund. Ein Dreieck. Von hier aus. So. Sprech mit dem Hund. So, man sieht, sie läuft viel schneller als mit dem Shelty, so dass der Hund halt in den Trab kommt. Ja? Kannst du das Blutchen zu mir? Nee, das ist ja meine, die Lilla. So, wenn der Hund noch fremd ist, muss ihm immer so ein bisschen körperliche Nähe geben. Man muss immer schön mit dem reden. Das ist immer ganz wichtig. Ja? So, jetzt tauschen wir den Hund mit der Kollegin mit der Nummer 29. Ja. So. Ich hätte natürlich das überzeugende Argument da. Na, guck mal, die Front. Wenn der Hund sitzt, ist er überwinkelt. Sprich schön mit ihr. Kiwi heißt sie. Das ist noch so prima. So, lauf mal einen Tee mit der. Okay, prima. So, dann stell dich wieder auf die Position. So, wir sind der Meinung, das war Spitze! Springen vergessen! Was? Springen vergessen! So, dann haben Sie das Match für sich entschieden, junge Frau. Ja? Okay, Dankeschön. Hast du schon ganz toll gemacht. Ja? Ja, die Hunde dürfen wieder hin und her getauscht werden. Einmal zwei. Wunderbar. Dankeschön.